So, und hallihallo, wie geht's uns so? Ja, wie angekündigt, Until Dawn ist jetzt hier mein erstes Projekt eines richtigen Spiels, was vielleicht auch in ferner Zukunft noch kommen wird. Ist auch Fallout 4, also dass ich euch schon mal falsche Hoffnungen mache. Ja. Hier Einstellungen, wir gucken uns mal an. Helligkeit, Audio, Untertitel, Originaldialog, Seitenleisten, Text, ja okay. Ja, die können wir nicht nutzen, weil dann müssen wir stillhalten und die dürfen nichts sagen. Wäre nicht ganz so praktisch. Globale Statistik anzeigen. Nee. Examensumkehren zielen. Wir lassen das mal auf alles so Standard, also. Ich bin mal mutig. Neue Geschichte. Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurricane führen. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Deine Handlungen formen aus dem Verlauf der Geschichte. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wir werden sie hundertprozentig nicht alle ausprobieren. Wähle deine Handlungen mit Bedacht. Mal gucken, ob das Mikro wirklich an ist, weil das ist schon mal irgendwo passiert. Stimmt, Video, ich halte mal die Klappe. Sprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Sagt nur, wir wären jetzt hier. Josh? Okay, ich bin jetzt wieder gefragt. Jetzt habe ich hier die Kontrolle über die X. Was ist hier? Mit R kann man die. Anna, you look so damn hot in that shirt. But I bet you're even hotter. It's at 2 a.m. Mike, it's at 6. Ja. Ach geil, ich lese ja das Englische und dabei haben wir rechts eine wunderschöne Übersetzung. Das kann nur Skylight hier. Hannah, du siehst in diesem Shirt so heiß aus. Ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr
ins Gästezimmer. Mike existiert. Oh mein Gott! Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Oh, Zeit zum Eingreifen. Da bringt was. Kann man mit dem reden? Bist du eingepennt oder einfach nur stockbesoffen? Stockbesoffen. Kann man hier hinten mit irgendwas interagieren? Kann ich ein Bier trinken? Kann ich Geschirr spülen? Also ich habe ein Let's Test zu diesem Spiel schon gesehen. Tutorial. Ja. Ja. Gut. Jeremiah Craig. Ja. 1794, wenn ich das richtig lese. Was ist mit der ihr Hand los? Alter, sie abge... Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen... Du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt, was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Oh, Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Um auszuwählen. Andere suchen schon Flecken. Leute! Da draußen ist jemand! Was zum... Achso, das was ist meine los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, shit. Oh, nein, Reaktion. Sicher. Ich kann mich hier also ein bisschen umgucken. Ich würde gerne... Ja. Lass mal ein bisschen umgucken. Vielleicht bringt's was. Ich bin mir das einfach nicht so ganz klar. Ich bin eher der Gemütliche, bei mir können doch
Ist das da? Todestoten. Gut, R1 stand da. Ah, hier kommen die Totems. Tod, Führung, Verlust, Gefahr, Glück. Okay. Totem, Prophezeiung, Schwarz, Tote, mögliche Tod der Person, die es findet. Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Totem-Fragment sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus, wie du spielst, entscheidet darüber, ob du diese Prophezeiungen sich erfüllen. Während du Totems freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar. Das auf dem Berg gefunden. Gehen wir mal zu. Okay. Deswegen hatte ich gerade langsam gemacht. In dem Test. Ich würde gern wieder. Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah, Sir? Also nur um das mal zu rechtfertigen, ich habe versucht, ihr Leben zu retten. Ja. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Hm? Eigentlich wollte ich der schon in der zweiten Folge. Ich dachte, der kommt jetzt so eine Wir fangen mit einer einfachen Übung an.
nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Gut, und das machen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Skylhead. Ciao.